Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Es geht wieder im Video um Übungsaufgaben zum Abitur. Hauptsächlich geht es dabei um das Niveau vom baden-württembergischen Abitur. Wir haben hier eine Funktion f von x sei 4 minus 4x und wir sollen dazu die Asymptoten bestimmen. Mithilfe dieser Kenntnis sollen wir dann dieses Schaubild skizzieren und am Schluss sollen wir die Normale durch den Punkt P2 und f von 2 berechnen. Also fangen wir einfach mal direkt an mit den Asymptoten. Ihr seht hier, gebrochen als nahe, wir haben also eine Polstelle. Eine Polstelle, da steht x², das heißt, wir haben eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Und wir können die ablesen, müssen die Nullstelle dieser Funktion hier unten suchen. Naja, x², die Nullstelle davon ist natürlich die 0, das heißt, wir haben eine Polstelle bei x gleich 0, somit eine senkrechte Asymptote bei x gleich 0. Senkrechte Asymptote bei x gleich 0. Mehr senkrechte Asymptoten oder Polstellen können wir gar nicht haben in der Funktion. Das heißt, was man noch haben könnte, wäre eine waagrechte Asymptote. Dazu müssen wir uns das Verhalten dieser Funktion für x gegen plus oder minus unendlich anschauen. Also, was wir wollen, ist eigentlich der Grenzwert von f von x für plus und minus unendlich. Also x, der Betrag geht gegen unendlich. Das meint gleich beide Richtungen. Das heißt, wir suchen den Limes x Betrag gegen unendlich von 4 minus 4 durch x². Nun, der Grenzwert von 4 ist die 4 und 4 durch x², wenn wir das gegen unendlich gehen lassen, dann wird es zu 0. Das heißt, unser Grenzwert in diesem Fall ist tatsächlich 4. Das heißt, wir haben eine waagrechte Asymptote. Eine waagrechte Asymptote bei y gleich 4. Nun, damit, was wissen wir schon für die Skizze? Wir wissen, eine waagrechte Asymptote bei 4. Eine Polstelle bei 0, Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Wir sehen an der Funktion natürlich, dass es eine Hyperbel ist. Und wir können jetzt zum Beispiel mal schnell die Nullstellen uns anschauen. Ihr seht, ich muss gucken, wann ist 4 minus etwas 0? Das heißt 4 minus 4, das heißt der Kern muss 4 sein. Naja, 4 geteilt durch was gibt 4? 4 geteilt durch 0, das heißt hier unten für x muss ich 1 und dann minus 1 setzen, um die Nullstellen zu bekommen. Somit weiß ich, wir haben die Nullstelle also bei minus 1 und 1. So, zu unserer Skizze, x, y, 1, 2, 3, 4, 1, minus 1. Wir wissen also, wir gehen jeweils hier durch die x-Achse. Wir wissen unsere waagrechte Asymptote hier oben und wir wissen die Polstelle 0. Wir wissen, es ist eine Hyperbel, wegen dem Minus, eine nach unten. Geklappt, Hyperbel. Also sieht das Ganze so aus. Achsensymmetrisch zur Y-Achse. So, nachdem sollten wir noch die Normale durch den Punkt P2, f von 2 berechnen. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist überhaupt mal f von 2 ausrechnen. Also f2 ist natürlich 4 minus 4 durch 2 Quadrat. Also 4 minus 1. 3. Somit wissen wir, der Punkt heißt 2, 3. Wäre also irgendwo hier auf der Skizze. Und da wollen wir jetzt die Normale. Die Normale steht senkrecht auf der Tangente. Also wir wollen etwa das hier bestimmen. Nun, dazu müssen wir zuerst mal die Steigung der Tangente bestimmen, weil wir wissen ja, steigende Tangente mal steigende Normale muss minus 1 geben. Also m Tangente ist nichts anderes als f' an der Stelle 2. Dazu brauchen wir erstmal die Stelle f', f' von x. Nun, das hier oben können wir ja schreiben als 4 minus 4x hoch minus 2. 4 abgeleitet gibt 0 minus
minus 2 hoch minus 2 abgeleitet gibt hoch minus 3 und minus 4 mal minus 2 gibt plus 8. Also 0 plus 8 mal x hoch minus 3. Oder anders geschrieben, 8 durch x hoch 3. Da setzen wir jetzt den Wert 2 ein. 8 durch 2 hoch 3, also 8 durch 8, ergibt 1. Jetzt wissen wir, m Tangente mal Steigung der Normalen soll eben minus 1 sein. Anders gesagt, Vorzeichen ändern und Kehrwert bilden und wir kommen von der Steigung der Tangente zur Steigung der Normalen. Also Vorzeichen ändern, minus 1, Kehrwert bilden, naja, minus 1, der Kehrwert ist immer noch minus 1. Das heißt, mn ist minus 1. Oder halt das nach mn auflösen, ihr kennt ja mt, kommt aufs gleiche Ergebnis. Nun wissen wir, unsere Normale hat, das ist eine Gerade, hat also die Gleichung y ist gleich mn mal x plus b. Was kennen wir alles? Wir kennen y von unserem Punkt, das ist 3. Wir kennen mn, das ist die minus 1. Wir kennen x, das ist nämlich 2 in unserem Punkt, plus b. Naja, in dem Fall können wir b bestimmen, weil da steht 3 ist gleich minus 2 plus b, also ist 5 gleich b, einfach plus 2. Und somit können wir unsere normalen Gleichung angeben. N Doppelpunkt y ist gleich minus x plus 5. Das kann hinhauen, wir sehen ja in der groben Skizze schon hier drüben, dass wir eine negative Steigung haben. So, nun, das war eine Aufgabe. Schaut doch auf der Homepage vorbei, das sind noch weitere Aufgaben und bleibt uns bitte gewogen.